Die alte Mülldeponie, die wir in Loma Plata hatten, befand sich ganz nahe bei Pessimboa. Von Pessimboa im Süden. In dieser Mülldeponie, wie die in den letzten Jahren funktionierte, fand man immer wieder vor, dass eine große Gruppe Indigene, also Bewohner aus der Siedlung Pessimboa, einfach da als Müllsortierer zum Teil oder einfach nach irgendetwas Brauchbarem oder Essbarem suchten. Unter diesen Personen befanden sich Frauen, Männer, vielmals auch kleine Kinder, Babys und so. Man fand da Situationen vor, die einfach unangenehm waren und die bestimmt auch diesen Leuten, diesen Personen Gesundheitsschäden zugefügt haben. So aus diesem Grund sehe ich persönlich es als sehr positiv, dass die Mülldeponie heute auf einer anderen Stelle stationiert ist, oder besser gesagt Müllentsorgung auch. Wir wissen, dass dieses mit Distanzen verbunden ist, aber wenn wir diesen Aspekt betrachten, dass die Indianer da ganz nahe wohnten und auch immer den freien Zugang da hatten, sehen wir es einfach als sehr positiv, dass diese heute auf einer anderen Stelle stationiert ist. Und ich befürworte auch dieses Projekt, dass man dieses vorantreibt und einfach auch systematisch verbessert, modernisiert, um auch da eine gute Müllentsorgung in Zukunft zu haben, die uns allen, die wir in Loma Plata wohnen, zugute kommt.